Oh, jetzt sind wir hier in der Schweiz und haben Tim Budesheim getroffen. Hi, servus. Grüß dich. Schön, geht's dir gut? Zu sehen. Ja, danke, so geht's mir auch. Du, Tim, ihr seid ja extreme Vorbilder, ja? Und alle denken immer so, bei so IFBB-Pros läuft immer alles perfekt, ne? Aber ich denke, die Diät ist für euch genauso hart wie für einen Amateur. Habt ihr auch ab und zu mal so einen Struggle oder dass ihr sagt, ich hatte voll den Fail oder weißt, dass das Hirn mal ausgesetzt hat oder dir zu viel Streiche gespielt hat? Zum Beispiel, ich habe mal nachts im Traum mit riesen Snickers getanzt, ja, weil ich einfach höchstwahrscheinlich viel zu wenig Zucker im Körper hatte. Ja. Und hast du da auch irgendwie was Lustiges, wo du sagen kannst, oder vielleicht sogar was Erschreckendes, weißt, wo du sagen kannst, boah, also mir geht's genauso wie euch, hört mal zu, hast du da was? Ich denke, so Storys kann jeder Athlet erzählen, egal welchen Status der hat, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat. Ja. Es ist natürlich so, mit zunehmendem Alter, je länger du dabei bist, desto ruhiger wird man da irgendwie, weil man denkt, okay, ich verpasse da jetzt nichts. Ja. Man weiß halt auch, und das ist das Schöne am Bodybuilding, je disziplinierter du bist, je länger und härter du durchziehst, desto besser wirst du. Und ich sag mal, früher habe ich immer so agiert, das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Das heißt, da habe ich manche Sachen jetzt 100% perfekt gemacht, aber ich wusste auch, irgendwie reicht es ja so. Ne? Okay. Aber jetzt auf dem Niveau kann man sich halt keine Fehler mehr erlauben. Ne? Gar nichts mehr. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist auch das immer individuell. Also jetzt beispielsweise, ich bin jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen nach dem Wettkampf, bin nur 3-4 Kilo schwerer als Wettkampfgewicht. Wow. Habe ein Guest-Posing gemacht, fühle mich gut, sofort weitermachen mit der Saison. Hab keinen Food-Fokus, dass ich jetzt irgendwie denke, ich muss jetzt hier Backstage das Kuchenbuffet essen so. Also gar nicht, obwohl die Diät sehr hart war. Ich war sehr lange auf sehr viel wenig Kalorien. Ja, ja. Aber das kann genauso gut auch anders sein. Ich habe auch schon Preps gehabt, da habe ich schon im Vorfeld eingekauft, was ich dann essen möchte. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Wobei es bei mir oft so ist, meine Freundin die lacht immer, dann esse ich einmal oder zweimal und dann reicht dann auch. Dann ist wieder gut. Ja, aber lustige Stories, vielleicht zwei lustige Stories ist, einmal war ich im Großmarkt einkaufen, so mein Gemüsesalat, Reis oder so, im SB Union und dann habe ich mir den ganzen Wagen vollgepackt mit so Big Packs, mit Twix und Twix White und Snickers und habe meinen restlichen Einkauf gemacht und am Ende, bevor ich zur Kasse bin, habe ich alles wieder zurückgelegt. Und einfach nur... Da kam die Vernunft. Nee, einfach nur dieses wohlhabende Gefühl, das in seinem Einkaufswagen liegen zu haben. Ja, ja. Allein das war schon irgendwie so eine Befriedigung. Okay. Hat mir schon gereicht. Und vielleicht eine andere lustige Story. Ah, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, was auf jeden Fall wichtig ist für euch, wenn irgendwie was nicht so läuft, wenn ihr mal nicht so durchziehen könnt und könnt eure Diät nicht so halten, dann nicht den Kopf in den Sand stecken und irgendwie kompensieren mit Doppelhart-Cardio und doppelt wenig Kalorien, sondern macht euer Ding weiter, verurteilt euch nicht dafür, das ist menschlich. Ich habe zu Beginn meiner diesjährigen Prep, hatte ich auch ein bisschen Mindset-Struggle, weil ich halt so, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen und private, das heißt Probleme nicht, aber privaten Struggle einfach, was halt passieren kann, Katze gestorben, was weiß ich. Und das ist mir auch extrem schwer gefallen, meine Diät komplett durchzuziehen. Habe dann auch manchmal nachts, wenn ich wach geworden bin, konnte nicht schlafen, weil die Gedanken sich gedreht haben. Habe ich so gesagt, ach, fuck auf alles und habe mir einen Haferflocken-Porridge reingezogen. Okay. Ich bin mittlerweile halt schon so weit, dass ich sage, okay, ich fresse jetzt nicht alles, was ich in die Finger kriege. Aber für die Diät ist trotzdem nicht gut, wenn du nachts eine Packung Haferflocken frisst. Und dich hinlegst. Und dich hinlegst wieder. Und deswegen, da habe ich dann auch ein bisschen Struggle gehabt. Und dann wusste ich aber genau, okay, Balls to the Walls, jetzt gibt es nur einen Weg. Entweder ich ziehe jetzt durch oder ich muss halt die Vorbereitung abbrechen ganz einfach. Und deswegen verurteile ich mich dafür, ist menschlich, selbst im oberen Profibereich gibt es das. Ja. Aber man kann schon sagen, wenn man so lang Profi ist wie du und schon so lang Wettkämpfe macht, dass das Mindset auch immer profihafter wird. Also man wird dort stärker, was das angeht. Ne? Ja, das Mindset trainiert man mit. Genau. Das ist trainierbar. Also die Disziplin ist trainierbar. Ja. Definitiv. Und man muss sich halt bewusst machen, je konsequenter man ist, desto besser wird man. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann will man ja selber besser werden. Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn man das Endergebnis dann sieht, dann weiß man auch, dass es sich gelohnt hat. Ganz genau. Ich denke, damit könnt ihr was anfangen. Dann entlassen wir Tim wieder.
Ich danke dir vielmals. Ich danke auch. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal in der Eisenhöhle. Dankeschön. Bis denn. Bis dann. Ciao.